Bilder, die einer Erklärung bedürfen. Randalierer bedrängen den Eingang einer Diskothek, bewerfen sie mit Pflastersteinen. Glas splittert. Verletzt und verängstigt hoffen die Menschen in der Disco auf die Hilfe der Polizei. Dabei ist diese schon vor Ort, nur sie schaut zu, greift nicht ein. Ein Türsteher, der unerkannt bleiben will. Die Polizei kam auch relativ schnell, blieb auch vor Ort. Allerdings haben sie überhaupt nicht eingegriffen, als sie sahen, dass eine Gruppe von 60 bis 70 Ausländern das Schauhaus mit Steinen bewarf. Die haben mit verschränkten Armen auf ihren Polizeiautos gelehnt und überhaupt nichts gemacht. 300 Gäste vom Staat allein gelassen. Geschützt nur durch einen völlig überforderten privaten Sicherheitsdienst. Schließlich begeben sich die Beamten doch noch über die Straße. Die Randalierer ziehen ab, aber auch die Beamten verschwinden bald wieder. Warum sie überhaupt so lange gezögert haben, warum sie nicht eingriffen, das kann oder will bis heute keiner erklären.